Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier noch mit dem Franklin am LS Airport oder International Airport, wie er auch heisst. Und wir haben noch eine Mission bekommen. Das ist gerade reingekommen, wo ich die Aufnahme gestoppt habe. Und zwar haben wir noch eine Mission bekommen für den Michael beim Matarazzo, bei seinem Anwesen. Und ich würde sagen, wir machen doch das gerade jetzt, bevor wir die Mission vom Lester machen. Darum müssen wir mal zum Michael wieder switchen. Ich weiss, der Trailer ist jetzt so eine Weile nicht mehr gekommen, aber wir haben jetzt auch vorher schon relativ viel mit dem Trailer gespielt. Darum gehen wir jetzt mal zum Michael und machen die Matratzen-Mission. So, wir chillen hier anscheinend auf dem Sofa. He? Fernsehen geht nicht. Yoga könnten wir machen. Was ist das für ein Brief? To my darling, I hope you joke on this Amanda. Okay, anscheinend war sie mal eine da. Es liegt da so für Zeug rum. Da ist immer so interessant, was da für Sachen liegen. Oder auch was auf dem Ding drauf steht. Cracklies. Weil es hat auch mega viele Anspielungen auf, eben so auf, entweder so auf Drogen oder hauptsächlich, meistens ist es sehr, sehr zweideutig. Und ist aber gleich immer so witzig, so, was sie schreiben. So. Und da finde ich aber mega geil, also das finde ich auch so bei Rockstar, also vor allem bei GTA, bei Red Dead Redemption ist es ja nicht so schlimm, weil Red Dead Redemption ist ja mehr so ein bisschen realistischer oder auch, wie soll ich sagen, ein bisschen ernster. GTA 5 ist ja selber manchmal, nimmt sich ja nicht so ernst. Es sind ja viele Leute da in diesem Spiel, die einfach voll durchdrehen oder voll daneben sind, eben so wie der Trevor gerade zum Beispiel. Aber das ist eben lustig, das finde ich eben so geil an diesen Spielen. Gut, wir machen jetzt eben die Mission beim Matarazzo. Da fahren wir jetzt gerade mal schnell dort hinten. Und ich würde sagen, wir überspringen schnell die Fahrt und schauen dann, was uns dort erwartet. So, also wir sind jetzt gerade da, oder gerade in der Nähe vom Matarazzo. Seiner Ranch oder was das ist, seine Villa oder ja, Ranch sagt man dem, glaube ich, was er da hat. Und ich weiß jetzt aber auch nicht, welche Mission das ist. Aber wir gehen jetzt mal schauen, was da jetzt für eine Mission kommt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir die Mission haben. Ich habe es vorher entdeckt, darum ich glaube es. Wir haben die noch nicht so lange. Ich habe aber gemeint, es ist mit dem SMS vorher reingekommen, wo wir Pause gemacht haben. Oh, der Trevor kommt auch. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Matarazzo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Matarazzo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right, you grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right.
Gut, also da gehen wir zum Observatorium rauf. Jetzt müssen wir da. Das ist eine geile Mission. Ich, an die Mission kann ich mich gut erinnern. Die habe ich wirklich sehr, sehr geil gefunden, dazu, als ich es auf der PS3 mal das erste Mal gemacht habe. Also allgemein alle Missionen, die ich dazu mal auf der PS3 gespielt habe, als ich noch ein bisschen jünger war. Also das ist jetzt auch so, wenn man überlegt, GTA 5 ist ja von 2013 rausgekommen, das erste Mal. Also das Game ist 7 Jahre alt, ist eigentlich uralt schon das Spiel. Also uralt ist zu übertrieben, aber ist doch ein bisschen ein älteres Spiel. Und es wird schon mal langsam Zeit, muss ich echt mal sagen, dass das GTA 6 mal vorgestellt wird oder angekündigt wird. Jetzt haben wir ja mal zum Glück einen PS5-Controller hier noch gesehen, also für alle PlayStation-Spieler so nebenbei. Ich weiss schon, dass auch Xbox besser ist, also von der Leistung her, von den Daten her. Trotzdem würde ich eben der PS bleiben, weil ich schon seit der E und die PlayStation spiele. Ich habe zwar auch eine Xbox noch, aber so eine Xbox 360. Aber spiele nicht mit der. Die habe ich einfach nur dazu mal gekauft, weil ich Halo geil gefunden habe und halt Forza Horizon. Aber sonst spiele ich nicht eigentlich auf die Xbox oder gar nicht mehr auf die Xbox. Die habe ich auch gar nicht angeschlossen, die ist irgendwo in einem Schrank hin und ist am Verstauben. Und ja, eben wie gesagt, GTA 6 werden wir nachher. Allerdings habe ich noch etwas gelesen gehabt. Muss ich zuerst denken, okay, voll die Geldabzockerei von Rockstar, allerdings an und für sich nicht mal so eine schlechte Idee. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gelesen habt, oder vielleicht habt ihr das sicher auch schon gesehen. Zwar habe ich irgendwie so einen Leak gelesen, dass anscheinend Rockstar plant, es gibt ja 5, ja, also es gibt ja 5, wenn wir hier gerade spielen, noch einen Schuss zu bringen, allerdings auf der PS5 dann. Und das dann mit einem Update, also mit einem anscheinend mit einem DLC noch, also ein Erweiterungspäckchen dann noch. Und zusätzlich noch, dass alle Fahrzeuge, die im Online-Modus jetzt sind, also die ganzen Militärfahrzeuge oder auch der Oppressor, den jeder so gerne hat, dass die dann nachher auch in den Story-Modus drin sind. Ich würde es geil finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eben im Nachhinein habe ich gedacht, so, oh, das wäre schon noch geil, wenn sie das wieder einbauen noch, oder wenn sie so etwas bringen. Mal schauen mal, was jetzt auf uns zukommt, aber ich würde schon noch geil finden und ich würde wahrscheinlich, ich würde mir eh GTA 5 noch eins kaufen, ich kenne mich doch. Weil es ist das Spiel, das ich bis jetzt wahrscheinlich schon am längsten gespielt habe in meiner ganzen Gamerzeit. Ich bin jetzt online bin ich bei 54, 55 Tagen etwa. Und da wird nur noch mehr werden dort. Muss ich in ein Hockeysauto wahrscheinlich da haben. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift. Ich bin gerade ein bisschen Schwärmen gekommen. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet! Ja, wo ist der Jet? She's off Motor des Flugzeugs. Ah. I got her. Southwest of the city. The jet's moving. Huh? Gotta give a lead. Normal. Jetzt brennt er. Also jetzt müssen wir ja das Flugzeug verfolgen, das stürzt jetzt gerade ab. Und das habe ich so eine geile Mission gefunden, da, wo wir müssen den Flieger hinten nachfahren. Aber man merkt es auch, wie Rockstar es genau geplant hat, wo du musst durchfahren musst. Also eben da die Schneise, die ist wahrscheinlich einfach nur da so da. Oder der Sprung da und ist immer da, weil wir dem Jet muss hinten nachfahren. So, jetzt machen wir da noch so einen kleinen Whip. Ja, ein bisschen, hä? Zum Glück bin ich ein guter TÜV-Fahrer und kenne ich um. Also ich habe es gesagt, wenn ich es wieder umkehre, ist es wirklich Karma. Aber das sollte eigentlich jetzt nicht passieren, hoffe ich mal. Oh, da ist ein Biker. Nochmal einer. So. Ich
Wieso landet der nicht bei Sandy Shore? Ich weiß gar nicht mehr, wo er landet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Vater gerade nicht mehr. Bruh. Super, 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 super. Genau das habe ich wollen. Stoff, Trevor, Stoff, schneller, schneller, komm. Wieso hat jetzt? Jetzt haben sie leider nicht mitbekommen, wieso das nicht landet auf dem Flugplatz da auf Sandy Shore. Der Flüger fliegt so langsam, der wird schon lange runterfallen wie ein Stein, weil der hat doch gar keinen Auftrieb mehr. Jetzt fliegt er auch wieder schneller. Da kommt nochmal wieder Slow-Mo, geil. Sind wir da, sind daheim da? Da rief er einfach im Run, dass er noch lieber schaffen. So geil. In rasch an Höhe. Er fliegt schon die ganze Zeit mega tief und er geht nicht runter. Ah, jetzt vielleicht? Ja, jetzt ist er gelandet. Stirbt er? Ne, ja. Wir geben ihm einfach noch einen mit. Schön Nase putzen. Also wir haben den Koffer und jetzt switchen wir zum Michael wahrscheinlich. Ja. Verlasse das Gebiet. Also jetzt müssen wir noch den Car kaputt machen, da glaube ich. Logisch fahre ich, sorry wenn das jetzt gerade ein bisschen Luxus ist, aber logisch fahre ich genau wieder in einen scheiß Busch, / Baum rein. Hätte auch unten durchfahren, ich weiss. Aber jetzt denke ich an das Länge. Okay, wir müssen jetzt den Transporter zerstören. Da hat es aber überall Leute. Das wäre voll auf, offensichtlich. Ich stehe jetzt einfach hierher. Habe ich Haftbomben? Granaten habe ich. Kann ich eine Granate durch das Fenster reinrühren? Geht das? Nein, gar nicht. So. Begib dich zum Martins Haus. Also ja, zum Glück sind wir gerade hier unten. An einer Straße, da kann ich das Auto klauen. Ist gerade noch gut gegangen. Ah, ein Bullet. Ja, den nehmen wir doch gerade. Das Auto habe ich auch mega lang geil gefunden und online, aber dann habe ich gemerkt, das ist einer der längsten Wagen im GTA Online. There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! I wouldn't do it. Somehow I don't believe. Gut, jetzt müssen wir ins Betonwerk gehen. Was war denn da für ein Auto jetzt gerade gefahren? Habe ich irgendwie
kommt mir der voll nicht bekannt vor. Holy shit. Ich bin da im Baum rein. Ja, da kommt jetzt noch meine Theorie zu Supersportler in Offroad-Gelände. Die habe ich noch nie erzählt. Ich reg mich immer auf, wenn ich GTA spiele. Also wenn ich GTA Online spiele, sag ich mal so. Wenn ich GTA Online spiele, ist es meistens immer so, dass ich mit einem Kollegen zusammen entweder Rennen fahre, also GTA Rennen, nicht jetzt die Stunt-Rennen, sondern wirklich noch die herkömmlichen Rennen. Hauptsächlich auf der Rennbahn oder Langstreckenrennen. Haben wir auch schon ein paar Videos gemacht und aufgeladen. Wir spielen jetzt auch noch etwa die Mal noch. Oder die, einfach so die Missionen, die man so kann machen kann, halt im freien Modus, weil Bunker und alles drum und dran haben und so, einfach so die Vorbereitungsmissionen. Oder Club, Nachtclub-Missionen und so alles. Und jetzt ist es so, dass wir mit den Sportwegen früher oft haben müssen fahren oder gefahren sind und dann hat es oft Rennen gegeben, wo wir. Ich erzähle es nachher weiter. Nach der Zwischensequenz erzähle ich weiter. The fuck has happened? Why did he have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called Shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out. You know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Okay, meine Mission bestanden mal. Selber wieder gemacht, wie immer, kein Gold. Jetzt haben wir gerade sagen, wieso fährt das Auto sauber? Was passiert? Jetzt gehen wir zum Franklin, okay. Da sind wir mit dem Chop-Chop unterwegs. Okay, jetzt müssen wir in dem Fall in der nächsten Zeit wieder mit dem Franklin spielen. Das sind Missionen mit dem Trevor und dem Michael sind diesmal gerade gespielt. Aber wir haben das Auto, das wir gemütet haben, das ist auch gut. Und eben da, was ich noch erzählen wollte, war, dass wir haben amis, eben Rennen amis oft gefahren, oder fahren sie immer noch. Aber heute ist es nicht mehr so schlimm wie früher. Es war immer so, dass wir mit den Supersportlern auch manchmal so, eben so Feldstrassen oder einfach so Offroad-Gebiet gefahren sind. Das war so scheiße zum Fahren und ich habe mich immer aufgeregt über das. Und jetzt jedes Mal, wenn ich wieder so mit einem Supersportler irgendwie Offroad fahre, dann rege ich mich immer wieder auf. Also einfach automatisch kommt das. Dann sage ich immer wieder so, ja, jetzt kommt wieder meine Theorie zu Supersportler in Offroad-Gebieten. Und da habe ich mich dazu mal immer aufgeregt. Ich habe mir gesagt, hey, weißt du, welcher Idiot erstellt so eine Rennstrecke oder was hat sich Rox da dabei gedacht, dass man mit einem Supersportler muss Offroad fahren muss? Die fahren sich einfach gerade 100 Mal beschissener, als sie sonst schon fahren. Also, ja, easy, ciao, Job. Raus mit dir. Haltet ihr einfach an, wir machen da noch schnell das. Ah, das ist da mit dem Golfer. Ja, da machen wir noch schnell. Da gibt es zwar eine etwas längere Folge wieder, aber wir machen es noch schnell. Können wir über das inside? Oh, really? You think I was born yesterday? Who plays golf at midnight? That's it. Walk away like you always do. Hey, you! Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way.
All right, man, I gotta find some wheels first, dog. Thanks, man. Just let me grab my favorite iron. Just not getting that. What a mess. Really great wardrobe. Also gut, wenn ich so dann noch schnell kurz zum Golfplatz fahren. Can you drop me off at the golf club in Richmond? At least I know I'll be welcome there. You just gonna leave your shit all over the driveway? Und da haben wir, glaube ich, so den können wir jetzt, also der wird dann nachher freigeschaltet, dass wir mit dem Motorcade golfen können. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, ob das der ist, der sehr gut ist, oder der ist, der sehr schlecht ist. Ui! Noch Glück gehabt. Jetzt haben wir noch eine Mission bei Michael gesehen, ich wieder, hä? Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann Mission beim Devin, weil die ist gerade dort. Sind gerade nebenan, das ist gerade gut. Und das ist das letzte Auto, glaube ich, das wir holen. Oder das. Nein, das zweitletzte Auto. Wir haben ja 5 Autos holen, hätte ich gesagt. Und wir haben davon 3 geholt. Das zweitletzte. Ja, das zweitletzte ist richtig. So, gut, also wir sind jetzt gerade hier. Liefern den noch schnell kurz ab. Dann haben wir auch noch schnell die Aktivität gemacht hier. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Gut, also jetzt haben wir auch Golfspieler freigeschaltet und wir haben auch ein bisschen Geld bekommen für die Taxifahrt hierher. Und ja, ich würde sagen, das war es mit der Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, auch über ein Abo und auch wäre ich natürlich mega froh, wenn ihr das Video teilen, wenn ihr möchtet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einem anderen Video wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.